mit der Nummer 18, Lisa Maria Metzler, 22 Jahre, spielt in der Verteidigung, kommt aus Rankweil. Dann haben wir noch Lena Redler, sie hat die Nummer 5, 18 Jahre, kommt aus Deutschland, spielte in der Regionalliga Süd beim SV Alberweiler. Ja, und leider noch verletzt die eine neue Erwerbung, Eileen Kempel, 19 Jahre, ebenfalls aus Rankweil, spielt im Sturm und ist auch U19 Nationalteamspielerin. Ebenfalls zwei neue auf der Trainerbank, und zwar Leandro Simonelli, ein alter Bekannter in Vorarlberg, spielt in Dornbirn, Schwarzach, Göfis. Und dann Tormann-Trainer oder Torfrau-Trainer Peter Piero Hörler. Ja, ich wünsche allen eine schöne Zeit hier beim FFC für Fester Vorderland. Ja, dann begrüße ich noch recht herzlich das Ländle TV-Team mit Kameramann Martin Engel und Redakteur Philipp Fasser. Ebenfalls unseren Hausfotografen Franz Kopf. So, da haben wir rein, wenn ich die Stimme passiert und dann spielen. Da kommen wir zu den Ausstellungen unserer Gäste von Wacker Innsbruck. Im Tor Paul Jasmin mit der 8 Meier Jana, 9 Boot Nora, 12 Burtschelder Lilly, 14 die Kapitänin Deng Eva Maria, 15 Hartlieb Laura, 18 Trindl Lena, 22 Kawasaki Saya, 27 Hasler Maria, 41 Fuse Kanako und 47 Lukakova Janka. Auswechselspielerinnen mit der Nummer 1 Zangerl Julia, 29 Meiner Anna, 44 Haser Nina und 49 Strein Chiara. Trainiert wird die Mannschaft von Djulic Fuad. Kommen wir zur Ausstellung des FFC Verfester Vorderland. Mit der Nummer 23 im Tor Jasmin Pfeiler. Mit der 2 Kapitänin Verena Müller, 4 Jana Sachs, 5 Lena Redler, 8 Jasmine Kirchmann, 10 Patricia Pfanner, 11 Sarah Schneider, 13 Claudia Schädler, 18 Lisa Maria Metzler, 19 Veronika von Brühl und 28 Anna Bereuter. Auf der Auswechselbank sitzen mit der Nummer 9 Laura Decker, 15 Fabienne Hofer, 17 Jessica Schwarzel und 22 Geraldine Schnetzer, der Trainer Leandro Simonelli. Geleitet wird das Spiel von einem Schiedsrichter-Trio aus Salzburg. Hauptschiedsrichter Begovic Ramis und die Assistenten Mohamed Reda auf der Spielerbankseite drüben und auf der Clubheimseite Lena Andreas. In grün-schwarz sehen wir unsere Gäste aus Tirol, FC Wacker Innsbruck, und wiederum in weiß-blau unsere Mädels vom FFC für Fester Vorderland. Ich wünsche Ihnen ein schönes
ein spannendes und wiederum recht faires Planet Pure Frauen Bundesliga Meisterschaftsspiel. Ja, einen recht herzlichen Dank unserem Spielsponsor vom heutigen Meisterschaftsspiel, Dorfelektriker Mittelberger in Götzis. Wir setzen auf höchstmöglichste Qualität, ein breites Spektrum an Dienstleistungen, smarte Lösungen für Energie, Licht, Sound und Sicherheit in Ihrem Haus. Dorfelektriker Mittelberger, Lastenstraße 37 in Götzis. Dann ebenfalls ein Danke an easyproduction.eu, neue Kunden, mehr Umsatz. Unsere Produkte für Ihren Erfolg. Ja, es gibt stofftransparente PVC-Banner, Netzbanner, Platten, Schilder, Klebefolien und so weiter. easyproduction.eu. Danke. Thank you.
Ja, ebenfalls mit dabei von den Vorarlberger Nachrichten Thomas und Luki Knobel. Ja,
Da habe ich auch mal die Ohren gekapst, wie die Leute überbieten und gesagt, das ist doof, aber ich wollte nicht. Echt? Ich habe das Klinik. Wo sie so zieht. Das ist so der typische Klaue. Ja. Okay, I'm going to go.
Thank you.
In der 33. Spielminute die 1:0-Führung für den FFC Foresta Vorderland. Und Dorfelektriker Mittelberger gratuliert der Torschützin. Es ist mit der Nummer 11 Sarah Schneider. Thank you.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei uns gewinnen nicht nur die Mädels auf dem Spielfeld, nein, auch Sie haben die Möglichkeit zu gewinnen. Wir haben aus den Eintrittskarten drei Nummern gezogen für das Vornburger Pausengewinnspiel, und zwar die Nummern 49, 76 und 90. Ich bitte die drei Personen, kurz vor der Pause zu mir runterzukommen, beim mittleren Durchgang. Also die Nummern 49, 76 und 90. Schon wieder!
schaffen. Ja, ich bitte die Besitzer der Nummern 49, 76 und 90, sich bereitzuhalten bzw. herunterzukommen zum mittleren Durchgang zum Stadionsprecher.
Halbzeitstand im Lennep-Bjur-Frauen-Bundesliga-Meisterschaftsspiel, erste Runde, FFC Verfester Vorderland gegen FC Wacker Innsbruck, 1:0. Die Goldtorschützin war Sarah Schneider. Ja, wir brauchen noch zwei Nummern, und zwar die Nummer 49 und die Nummer 90. Zum Vorenburger Pausengewinnspiel. Bitte Nummern 49 und 90 zum mittleren Durchgang zu kommen. Sehen. Das richtige Equipment in Sachen Fußball findest du bei Wilhelmer Teamsport in Dornbirn und Van Dans. Gemeinsam stark mit Regional-TV näher dran an ganz Österreich. 9 Bundesländer, 9 Sender, ein gemeinsames Dach. R9 vereint die erfolgreichsten Regionalsender Österreichs. Mehr Reichweite in Rot-Weiß-Rot. R9, regionales Fernsehen Österreich. Dein Schuss soll zum Schatten im Kreuzeck des gegnerischen Tors werden. Dein eigener Schatten soll bei deinem Antritt blass aussehen. Das richtige Equipment in Sachen Fußball findest du bei Wilhelmer Teamsport in Dornbirn und Van Dans. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Und das ist Boccia. Also ihr kennt das mit einer Kugel, wo man auf eine Hand wirft.
Der erste wirft eine Zielkugel und Jana muss möglichst nahe die Zielkugel zu euch kommen. Bei uns geht es mit einem Fußball und mit dem Fuß. Wir haben einen Herr dabei, der sieht, der kann unmöglich schiessen. Er darf natürlich auch mit der Hand werfen. Und da darf ich herzlich begrüßen den Harald und den Herbert Neier und den Markus Madlener. Der Zielball setzt Conny. Ich hoffe, sie schiesst nicht bis auf Wielrahe oder bis auf den Trainingsplatz. Ein bisschen näher geht auch. Und die drei Teilnehmer sollten einfach möglichst nach dazu kommen. Der, der am nächsten dazu kommt, der kriegt einen Gutschein für einen Zweierträger Vorarlberger Bier. Also das heißt 2x12 Flaschen. Der zweite und der dritte jeweils ein Träger von dem tollen Gerstensaft von Vorarlberger. Das ist der, der gesagt hat, der könne tschüss, der muss mit der Hand werfen. Also der geschwindelt. Ganz klar. Das ist glaube ich der Markus. Hast du es gut gemacht? Oh, das ist eine Punktlandung vom Herbert Neier. Ein klasse Ziel 100k. Super Gefühl. Wie gesagt, wir kriegen jetzt einen Gucci, weil unter einem Meisterschaftsspiel darf man kein Glas ausgehen bzw. ausschenken. Aber ihr kommt nach dem Match, der Träger beim Walter Holler. Ich sage mal ein riesen Danke, dass ihr mitgemacht habt bei unserem Vorarlberger Pausengewinnspiel. Danke der Conny für den Zielballsetzer. Und danke am neuen Obmann, am Walter Weiß. Jetzt muss ich natürlich noch etwas zum Harald sagen. Der hat nicht alles verraten da. Das ist der Buschauffeur von der Tiroler Frauen. Der hat sich hineingeschwindelt da. Der Harald darf natürlich einen Träger Vorarlberger Bier mit in Tirol nehmen. Thank you.
Ja, das ist die neue Form für unsere Verlosung. Mit einem Vorgeburtbier gewesen. Wir wollten das auch in den nächsten Spielen weiterführen. Also, danke natürlich der Vorgeburger für die Bierle. In Kürze starten wir die zweite Spielhälfte. Lene Bauer Frauen Bundesliga Meisterschaftsspiel. FC Verfester Vorderland gegen der FC Wacker Innsbruck. Ja, ich bedanke mich im Namen des FFC Verfester Vorderland, beim Hauptsponsor Verfester Gruppe AG in Tübingen, sowie den weiteren Sponsoren Wirtpulswörth in Deislingen, Sparkasse der Stadt Feldkirch mit der Zweigstelle in Sulz, Ländle Gemüsekiste Sulz, Vision Flow Softwareentwicklung Dornbirn, Weiler Möbel Einrichtungshaus in Weiler, Wilhelmer Meyer Baugeschäft Kötzis, Brauerei Vollenburg Bludenz, Autohaus Branerin Klaus, VKW Ökostrom Bregenz, Volksbank Vorarlberg mit der Zentrale in Rankweil, Muttersbergbahnen Bludenz, Würth und Hohenburger Baustoffhandel Röthis, Welteholz Rankweil, Orion Erotikversand Rankweil, Regionalzeitung Feldkirch, MBPI Verdutz, SSD Ingenieure in Röthis, Gasthof Löwen Sulz, Doma Solartechnik in Sateins, Kyberna AG Schan, Planet Pure Biowasch- und Reinigungsmittel aus Vorarlberg und Unica Generalagentur Schnetzer KG in Rankweil. Recht herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Ja, wir starten in die zweite Spielhälfte im Planet Bio Frauen Bundesliga Meisterschaftsspiel FFC Verfester Vorderland gegen FC Wacker Innsbruck und der erfreuliche Zwischenstand 1:0 für FFC Verfester Vorderland. Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine, gab also noch keinen Spielerwechsel. Ja, nochmals ein Dank an den heutigen Spielsponsor Dorfelektriker Mittelberger in Kötzis.
in der Lastenstraße 37. Danke an Herbert Mittelberger. Thank you.
In der 52. Spielminute erhöht der FFC Verfester Vorderland auf 2:0. Dorfelektriker Mittelberger aus Götzis gratuliert der Torschützin. Wir sind wiederum mit der Nummer 11, Sarah Schneider. Wir müssen anders aufwärmen. Thank you.
In der 60. Spielminute gibt es den ersten Spielerwechsel bei Wacker Innsbruck. Außerdem spielt die Nummer 9 Boot Nora und für sie kommt mit der 44 Hasel Nina. Thank you.
In der 66. Spielminute gibt es den ersten Spielerwechsel beim FFC für Vester Vorderland. Aus dem Spiel die Nummer 5, Lena Redler. Und für sie kommt mit der Nummer 9, Laura Decker. Thank you.
in der 73. Spielminute. Nächster Spielerwechsel bei Wacker Innsbruck. Für die Nummer 15, Hartlieb Laura, kommt die 49, Gstrein Chiara. Thank you.
Thank you.
In der 86. Spielminute, dritter Spielerwechsel bei Wacker Innsbruck. Außerdem spielt die Nummer 8, Meier Jana. Und für sie kommt mit der 29, Gmeiner Anna. Hier noch die Vorschau auf die nächsten Spiele des FFC für Vesta Vorderland. Sonntag, 25. August, auswärts beim FC Birkheim. Und das nächste Heimspiel, Sonntag, 8. September, 13 Uhr, gegen SKV Altenmarck Triesting. Spielminute, nächster Spielerwechsel beim FFC für Vesta Vorderland. Außerdem spielt die Nummer 4, Sachs Jana. Und neu im Spiel mit der 15, Fabienne Hofer. Direkt.
Ja, was für ein toller Auftakt in der Lennep-Jur-Frauen-Bundesliga in Westerwe. FC Verfester Vorderland gegen FC Wacker Innsbruck 2:0. Zweifache Torschützin Sarah Schneider. Wie gesagt, das nächste Heimspiel Sonntag, 8. September, 13 Uhr, gegen SKV Altenmark Triesting. Ja, dem Schiedsrichterteam aus Salzburg wünschen eine gute und unfallfreie Heimfahrt. Ebenso der Dank an den Spielsponsor im heutigen Westderby, Dorfelektriker Mittelberger aus Götzis, Lastenstraße 37. Danke an Herbert Mittelberger. Dann hat der Dank an Easy Production für die tolle Unterstützung. easyproduction.de.